Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr da seid. Ich bin die Sabrina und ich würde euch gerne heute einmal unseren Kindergarten Waldameise zeigen. Damit ihr seht, was bei uns alles so los ist, kommt am besten einer und schaut es euch einmal selber an. Das ist unser Eingangsbereich. Da kommen in der Früh die Kinder an, wenn sie von den Eltern gebracht werden. Bei uns im Kindergarten gibt es zwei Gruppen, die Igelgruppe und die Mäusegruppe. Das ist jetzt die Garderobe von der Igelgruppe. Und da ist in der Früh natürlich immer einiges los und viel ist geboten, bis sie die Kinder umgezogen sind und bis dann von den Eltern zur Gruppenzimmer dir begleitet werden, wo sie sich dann verabschieden können. Damit ihr seht, was im Igelzimmer alles los ist, dürft ihr euch jetzt einmal selber umschauen. Bei uns basteln die Kinder sehr gerne. Wie es ihr schon seht, hängen noch ganz viele bunte Sachen herum, die wir zum einen als Dekoration aufhängen und natürlich auch, dass die Kinder selber sehen, was sie schon alles gemacht und geschafft haben und damit sie es auch dann die Eltern zeigen können. Das ist unsere Kuschelecke. Da haben die Kinder die Möglichkeit, dass sie sich ein bisschen zurückziehen, dass sie miteinander oder nur Bücher anschauen. Oder wir lesen die Kinder ein Bücher vor. Oder sie machen es einfach gemütlich und ratschen miteinander ein bisschen. Bei uns an den Tischen ist auch ganz schön was los. Da haben die Kinder die Möglichkeit, dass sie sich selber aussuchen, mit was sie sich gern beschäftigen würden. Das kann ein Tischspiel sein, wie ein klassisches Brettspiel. Man kann ein Puzzle bauen, man kann Perlenketten fädeln. Das kann ein Mal- und Basteltisch sein, dass man ein Bild ausmalt, selber was malt. Oder je nachdem, was die Kinder gern machen würden. Und ganz beliebt ist natürlich auch unsere Bauecke. Zum Gruppenzimmer gehört auch noch ein Nebenraum dazu. Das ist die Puppenecke. Da können die Kinder Rollenspiele machen, sie können sie verkleiden, sie können ein Frühstück herrichten für sich selber oder für die Puppen. Oder sie können sie einfach nur gemütlich auf die Couch sitzen und miteinander ratschen. Ich habe vorher erwähnt, dass wir zwei Gruppen im Kindergarten haben. Das ist jetzt die Garderobe von der Mäusegruppe. Da haben wir unseren Kaufladen, bei dem sowohl die Kinder von der Igelgruppe als auch von der Mäusegruppe die Möglichkeit haben, während der Freispielzeit zu spielen. Und wie es in der Mäusegruppe ausschaut, das dürft ihr euch jetzt gerne mal selber anschauen. In der Mäusegruppe wird auch sehr gern gebastelt, wie man sieht. Da hängen auch ganz viele tolle Sachen herum, die die Kinder schon gemacht haben. Sie haben auch die Möglichkeit, dass selber was basteln, am Mal- und Basteltisch oder es wird was gebaut oder es werden Tischspiele gemacht, wo wir ja ganz viel haben, ähnlich wie in der Igelgruppe. Die Kinder suchen sich da einfach selber raus, mit was sie sich gern beschäftigen möchten. In der Mäusegruppe gibt es auch einen Nebenraum, da ist die Bauecke untergebracht und gleichzeitig ist auch die Kuschelecke drin zu finden, wo einfach auch die Möglichkeit besteht, dass sie die Kinder gemütlich zurückziehen können und in Ruhe ein Bierchen anschauen. Sowohl in der Igelgruppe als auch in der Mäusegruppe wird gern musiziert und wir nutzen dafür unsere große Auswahl an Instrumenten. Hier ist recht bunt gestaltet unser Toilettenraum. Das ist für die Kinder nämlich auch oft ganz wichtig, wie das ausschaut. Wir haben natürlich kleine Kindertoiletten. Und gerne genutzt wird auch unser Turnraum, bei dem die Kinder alle Möglichkeiten haben, wie sie sich gern bewegen möchten, mit was sie sich gern beschäftigen. Oder aber auch einmal in der Woche hat jede Gruppe ihren festen Turntag, bei dem alle Kinder dann dabei sind. Ganz was Besonderes ist unser Garten. Wir schauen, dass wir so oft wie möglich mit den Kindern rausgehen in den Garten. Er ist sehr großzügig, unser Gartenbereich, wo die Kinder auch vielfältige Spielmöglichkeiten haben. Es grenzt auch gleich der Wald an, den wir auch gern für Spaziergänge nutzen. Das war jetzt ein kleiner Rundgang durch unseren Kindergarten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen Spaß gehabt. Und beim Rausgehen möchte ich euch jetzt noch was ganz was Besonderes sagen. Und zwar ist es unsere Fotogalerie. Wir haben nämlich seit der Kindergarten 1988 eröffnet worden ist, ein Gruppenfoto von jedem Jahrgang da hängen. Und es ist für die Eltern oft ganz toll, wenn sie sich dann selber auf die Bilder entdecken, wenn sie ihr eigenes Kind dann in den gleichen Kindergarten bringen, wie sie selber schon gegangen sind.
Gut, schön, dass ihr da wart. Hat uns gefreut. Ich hoffe, wir dürfen euch bald persönlich begrüßen und wünschen euch alles Gute. Pfiat euch!